Ja, jetzt nicht bei dem kleinen Fratz hier verrecken. Meriere, Level 13. Blubber. Ja, wir haben den Großen schon besiegt, das Herrscher-Pokémon. Habe ich ein bisschen offscreen gekämpft. Ja, ihr seht, mein Pokémon-Team, zwei Überlebende. Ja, gut, so viel dazu. Das war ein sehr, sehr zäher Kampf. Aber wir gehen siegreich aus diesem Kampf hervor. Nice. So, der Große ist besiegt, der Kleine auch. So. Hat's geschafft. Du besiegst Aranestro, Herrscher. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eidolon zu einem neuen Part. Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Ich meine natürlich mit der Zwergenfee. Die spiele ich ja hier im Spiel. Ich bin beeindruckt, Zwergenfee. Komm doch bitte mal zu mir rüber. Mach ich aber sofort. Da bin ich doch schon. Das war vielleicht eine Überraschung. Ich hatte fast damit gerechnet, dass ein riesiger Schwarm Losardin erscheinen würde. Aber dann war da plötzlich diese Aranestro. Ich dachte glatt, ich spinne. Hehehe. War wirklich eine reife Leistung. Respekt, hier, das ist für dich. Prüfung bestanden. Da gibt es den Z-Kristall fürs Typ Wasser, oder was? Jo. Prüfung bestanden. Nice. Und jetzt pass gut auf. So, und nicht anders geht's die Pose für die Z-Kraft vom Typ Wasser. Haben wir denn überhaupt ein Wasser-Pokémon? Aber das ist noch nicht alles. Du bekommst von mir eine Angel. Nur echt mit Wasserzeichen. Und du erhältst das Item Angel. Angel wurde in der Basis als im Starship verstaut. Lass mich dir das mal erklären. Möchtest du also ein Pokémon angeln, brauchst du nur Felsen im Wasser zu untersuchen. Sobald der Schwimmer der Angel versunken ist, leistet das Pokémon heftigen Widerstand. Was? Der Schwimmer der Angel? Wieso sollte ich versinken beim Angeln? Warum zum Geier? Und wenn das Ausrufezeichen erscheint, musst du augenblicklich den A-Knopf drücken, um an der Leine zu ziehen. Ah, der Schwimmer ist dieser Pokéball dort am Ende, der... Ah, okay, ja, ich bin nun mal kein Angler, ich kenne mich da nicht aus. Könnte mich jetzt hauen und schlagen, aber ich bin noch nie angeln gewesen, in echt. Und ich habe es auch nicht vor, nicht wirklich. Willst du das geangelte Pokémon fangen, bieten sich dafür Tauchbälle an, wie diese. Du erhältst 10 Exemplare des Items Tauchball. Tauchbälle wurden in der Itemstasche verstaut. Wusstest du übrigens, dass ich sogar mal ein rotes Gyarados an Land gezogen habe? Ich auch. Wirklich? Ja, so war das. Oder auch nicht. Du bist bestimmt sehr erschöpft. Sollte ich dich jetzt zum Pokémon Center auf Route 5 zurückbringen? Mach das gerne. Ja, ich habe noch zwei überlebende Pokémon. Also, bitte einmal zurückbringen. Okay, kehren wir erstmal zurück. Angeln können wir ja jederzeit und später. Ja, in Pokémon Heart Gold habe ich mal privat gespielt, habe ich leider noch kein Let's Play gemacht. Da habe ich schon ein rotes Gyarados aus dem Fluss gezogen. Ja, habe ich gemacht. Das habe ich schon geschafft. Eine Errungenschaft, die ich im privaten Leben, im primaten Leben. Ja. So. Im primaten Leben schon mal gemacht habe. Ach, noch was. Hast du Muggelbaum bei der Ohana Farm gesehen? Die kleinen Racker waren umgezogen, also habe ich mein Aquarium Set ausgepackt und ihnen eine Kostprobe meiner Setkraft gegeben. Danach haben sie sofort das Weite gesucht. Wie würden sie wohl reagieren, wenn du auch plötzlich vor ihrer Nase ein Aquarium Set zückst? Ich habe aber, glaube ich, kein Wasser-Pokémon.
Oder ist sie ein Wasser-Pokémon? Nope. Sie sieht zwar aus wie ein Tintenfisch, aber sie ist keiner. Nein. Schade eigentlich. Habe ich mit gerechnet. Warum darf die so aussehen wie ein Tintenfisch und kein Wasser-Pokémon sein? Warum, Nintendo? Warum? Warum geht das? Warum? Ich musste sowieso bald aus dem Team werfen. Ja, weil Weiterentwicklung, die wollen wir uns erstmal angucken. Die wird bald passieren. Und dann brauche ich mal ein richtiges Wasser-Pokémon. Das sollte ja eigentlich sein. Das sollte es ja eigentlich sein. Das hatte ich erwartet von dem Pokémon. Aber gut. Mal gucken, was mir auf dem Plätscherhügel fangen kann. Gibt es da irgendwas, was ich mir angeln kann? Wie setze ich die denn ein, die Angel? Nein, ich möchte nicht. Tja. Oh, ein Punktball. Ich sehe was ihr nicht seht. Hier. Nimm mal her. Ein Netzball. Gib mal her. So, kann ich hier angeln? Nein, ich will nicht das Pokémobil nutzen. Ich will hier angeln. Angeln. A-N-G-L-E-L-N. Ich kann nicht buchstabieren. Was soll es? Pokémon im Gras. Na, da wird wohl kaum ein Wasser-Pokémon sein. Oha, ein Kapsel. Da sagte ich, es wird kaum ein Wasser-Pokémon im hohen Gras sein. Da ist schon eins auf dem Weg zu uns. Ein Kapsel. Wäre eine gute Alternative, aber ich kann Kapsel nicht leiden. Nein, 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 danke. Will ich nicht im Team. Will ich nicht im Team haben, so ein Kapsel. Ein Wingull. Oh, ja, ja. Ist Wingull ein Wasser-Pokémon? Wingull ist ein Flug-Pokémon. Aber ist das auch ein Wasser-Pokémon? Ich glaube gehört zu haben, dass es eins ist. Ja, gut. Versuchen wir es mal zu fangen. Nicht, dass das schon wieder so ein Irrtum ist, wie es mit Izzy eins war. Ah ja, damit habe ich gerechnet. Ja, damit hätte ich rechnen müssen. Damit habe ich auch gerechnet, aber ja. Hätte besser aufpassen müssen. Mein Ash-Pikachu hat voll reingehauen. Das Ash-Pikachu ist auch süß. Habt ihr das gesehen? Damit habe ich gerade gekämpft. Klar habt ihr das gesehen. Ich glaube, das war im letzten Part noch nicht mit dabei. Das habe ich mir per QR-Code geholt. Dazu kann ich euch mal den QR-Code jetzt hier einblenden. Als kleines Bildchen. Den kann man sich auf irgendeiner Webseite, auf einer Webseite downloaden. Nee, downloaden kann man sich den QR-Code nicht. Man kann den QR-Code einscannen und dann hat man das Pikachu im Team. Und dieses Ash-Pikachu sieht doch nice aus. Das hat dann auch diese Mütze. Das kriegt dann diese Mütze mitgeschickt. Das kannst du dir so nicht fangen. Das ist in diesem Spiel nicht enthalten. Das kannst du dir nur per QR-Code holen. Und das ist ja wohl nice, wenn du so ein Pikachu im Team hast. Also, da habe ich mein Pikachu sofort für eingetauscht. Enton, nein, dich will ich nicht. Enton, nein. Verschwinde. Ein Wingull würde ich sogar gerne nehmen. Ein Wingull würde ich nur zu gerne nehmen. So kann ich hier vielleicht ein bisschen surfen. Vielleicht finde ich da auch ein nices Carpador im Wasser. So. Ach so, hier kann ich angeln. Oh, cool. Dann angeln wir mal ein bisschen. Es beißt nichts an. Schade. Angeln wir nochmal. Angeln besteht ja auch aus Warten. Oha, da beißt was an. Und was ist das? Es ist ein Barschwarm. Ih, was bist denn du? What the fuck, hab ich da geangelt, bitte? Nee. Lass mal. Ich hab Angst vor dir. Hau ab. So können wir hier ein bisschen angeln. Nö, Lapras ist zu doll drüber geschwommen. Ja. Hier wird auch nichts mehr anbeißen. Da ist auch kein Strudel mehr. Oh doch, da beißt was an. Hui, da habe ich mich wohl geirrt. Ein wildes Goldini. Ja, 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 ja. Ja, darüber kann man reden. Goldking, die Weiterentwicklung. Akzeptabel. Ja, ich glaube, ja. Ja, kann man als Fisch-Pokémon, als Wasser-Pokémon mit ins Team nehmen. Ich sollte bloß jetzt nicht mit Pikachu hier einen Blitzattack einsetzen, dann ist das hier gleich wieder geschehen. Wie wär's denn gleich mit dem Ball?
mit einem Tauchball. Ja, das wurde uns doch angeraten. Dann machen wir das doch direkt mal. Wenn wir das fangen, ist das auch nice im Team. So, zack, eins, zack, zwei, zack, drei. Und wir haben das Pokémon gefangen. Ja, wie nennen wir es denn jetzt? Wer will, wer hat noch nicht? Wer hat noch kein Pokémon? Wer ist denn so ein Fischgesicht im Team? Da fällt mir doch nur einer ein. Fischgesicht! Ja, Spaß. In mein Team mit Kit. Bitte wieder ein Pokémon aus deinem Team, das abgelegt werden soll. Izzy kommt auf die Box. Normium wird zurückgenommen. Normium Z. Kit wird in dein Team aufgenommen. Izzy auf die Box geschickt. Level 15 müssen wir noch trainieren. Nice. So, Kit, dann hoffe ich, dass du dich ein bisschen im Team bewährst. Und zeigst, was du kannst als Fischgesicht. Ja, auch ein schönes Wort, das Let's Play Markus sehr oft benutzt. Ich liebe es, deshalb benutze ich es auch. Hatten wir, glaube ich, mal die Diskussion in einem Part von Pokémon Ultramond, wo ich auch darüber abstimmen habe lassen, ob man das machen kann. Wollen wir heute nicht nochmal darüber debattieren. So, das Team. Och, ich liebe dieses Byte so. Ich liebe das. Ja, in Ash Pikachu. Mein Pikachu-Fanherz schlägt sehr hoch. Da haben wir ein Steve. Da haben wir das Fischgesicht. Und da haben wir Lea, das Maskottchen, das jetzt in einer Weiterentwicklung von Mozi, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, entwickelt hat. Da haben wir Hoodie, unser Starter-Pokémon. Und Wuffles natürlich. Selbstverständlich. Wuffles. Als Mary. Ja, im letzten Part dazugekommen. Sehr gutes Team. Nochmal heilen, doppelt hält besser. Schade, nicht zu lange aufhalten. Wollen wir mal weiter hier auf der Route. Wollen wir mal ein bisschen voran. Immer weiter auf der Himmelsleiter. Rium Set und können das ja einsetzen. Wo was sollen. So, warte, ich wollte nochmal hier dem lieben Kid seinen Set-Kristall geben, den Wasserkristall. So, lässt er mich jetzt mal durch. Ein Wasserkristall. Oh, okay. Da hauen sie ab. Da rennen sie davon. Lassen sie mich jetzt endlich durch. Oho. Achso, das ist Sionia. Oho. Dieser Mogelbaum, oder wie sie heißen, möchte ich zu unserem Forschungsgegenstand machen. Was für interessante Pokémon. Ich weiß nicht mehr, wie ich es ausgesprochen habe, irgendwie so. Sie geben sich als Prima aus, um nicht mit Wasser, die sie hassen, begossen zu werden. Eine faszinierende Strategie. Bloß, dass Bäume ab und zu mal gegossen werden, oder? Das ist doch irgendwie die falsche Strategie, nicht? So eine kleine Topfpflanze, so ein Muggelbaum, will ich doch gießen. Da will ich doch, dass das wächst. Genau wie unsere Forschung ergeben hat Kommandant Sionir. Ja, wir müssen übrigens Pokémon Bescheid wissen, wenn wir Pokémon-Kämpfe gewinnen sollen. Meine Sprache stockt ein bisschen. Ja, ich rede so ein bisschen stockend. Es besteht jedoch weder Grund noch Notwendigkeit, die uns nicht vertrauen, Pokémon von Alolas einzusetzen. Wenn ich bitten dürfte, Mirin. Jawohl, wärst du bereit, meine Gegnerin in einem Pokémon-Kampf zu sein? Ich muss wahrscheinlich, sonst komme ich nicht weiter, oder? Ich klicke mal vorsichtshalber auf Nein. Ich würde einen Kampf gegen dich wirklich sehr begrüßen. Ich werde hier warten. Habe ich mir schon gedacht. Und die lassen mich nicht durch. Jawohl, wärst du bereit, eine Gegnerin in meinem Pokémon-Kampf zu sein? Wenn es denn sein muss. Na dann, hau mal, Rinne. Sehr schön. Ich werde mein Venikro gegen dich antreten lassen. Ja. Punkt-Team schon wieder. Mir ist nicht ganz klar, ob die nun jetzt gut oder schlecht sind, also gut oder böse. Unklar, deren Rolle hier im Spiel, aber ja, die sehen mir doch sehr nach Bösewichten aus. Also wir werden es wahrscheinlich spätestens auf der dritten Insel, sozusagen quasi auf
der ETA Foundation erfahren. Da wird sich das wahrscheinlich dann alles verwenden. So, Ladestrahl wollen wir mal ausprobieren. So, sie setzt da irgendwas X-mäßiges ein und eine Verteidigung. Bitte nicht helfen. Oha, wird doch irgendwie helfen. Nico. Alter Schwede, sie ist Level 20. Also, der Pokémon ist Level 20. So, Donner, das sieht doch immer mächtig aus. Aber alter Schwede, die kann was ab. Mein Pikachu leider nicht so sehr, aber... Ja, Donnerblitz! Los, Pikachu, Donnerblitz! Zack! Okay, ja, es geht zäh, aber es geht. Es geht mit . Das Pokémon heißt übrigens Pikachu, das bekommt man einfach als Pikachu. Man kann es auch nicht umbenennen, man kann ihm keinen Spitznamen geben. Es ist halt einfach Ash Pikachu, es heißt halt wirklich Pikachu. Und das finde ich so nice, das finde ich so geil. Das hätte ich schon in Pokémon Gelb ganz gerne dabei gehabt. Pokémon Gelb einfach Ash Pikachu mit dabei gehabt. Mit dieser Mütze auf und dann... Das wäre es gewesen, das Pokémon Gelb ist ja eh sehr weit am Anime dran. Das ist ja hier die Sache mit Jesse und James und so weiter und... Alter, der kann sich heilen. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Oder wie Let's Play Markus sagen würde, ich glaube, mein Schwein tanzt Klappalaroma. Ja. Alter Schwede. Ich pflück den mal auseinander hier. Und der sich einfach heilt hier. Alter, was kann das hier ab? Das ist ein Mikro. Ich krieg langsam Respekt gegenüber diesen Ultraforschern. Die scheinen was drauf zu haben. Das ist hier Inselprüfung Nummer 2. Wie es ausschaut. Einmal Kit ans Werk lassen. Sein erster Kampf hier fürs Team. Soll sich mal bemühen. So, was hast du denn? Nassmacher, Superschall, Hohn, Attacke, Dreschpflege. Ja gut. Was von Wasserattacken kann auch nicht wirklich die Rede sein. Oha. Oha. Also, so stark ist noch nicht. Ohne Attacke können wir einsetzen. Das hält noch nicht sehr viel aus. Ist aber auch erst Level 15. Das ist noch das schwächste Teammitglied. Deshalb, ja. Hätten wir es noch ein bisschen zurück in den nächsten Kämpfen. Kann mal Hoodie, der Starter-Pokémon, sich da in den Kampf werfen und sein Bestes geben. Wir haben es lange nicht mehr an die Front geschickt. Stand immer im Hintergrund. Ist auch sein gutes Recht als Starter-Pokémon, als ältester vom Team. Vielleicht nicht gerade als erster im Kampf eingesetzt zu werden. War auch jetzt vielleicht gerade in der Prüfung nicht sonderbar ratsam, ihn einzusetzen. Da habe ich lieber den Steve und das Pikachu eingesetzt. Rasierblatt, komm, mach's alle. Das ist schon im roten Bereich. Komm, nur noch ein bisschen. Hau rein. Tust für das gesamte Team. Hudi, du bist doch der Anführer hier. Na ja, gut, Anführer nicht, aber Starter-Pokémon. Ich erkläre dich jetzt damit zum Anführer. Oha, Platzwerk bringt aber relativ wenig. Charm, das bringt auch relativ wenig. Angriff steigt, sinkt. Sinkt natürlich nicht, steigt. Rasierblatt, komm, gib dem letzten Stoß. Nice. Auf dich ist immer Verlass, Rudi. Auf dich ist immer Verlass. So. Da haben wir das wieder geschafft. Rudi erreicht Level 23. Dank des EP-Teilers auch der Rest des Teams. Mary erreicht Level 15. Ah, okay. Und sie ist auch auf dem Level. Steinwurf. Aber gerne doch, Mary. Gerne. Wie wär's denn mit Tackle? Das könntest du doch mal vergessen. 2. Und schwupp. Mary erlernt Steinwurf. Ultraforscherin Mirin. Nicht unser Veniko hat versagt, sondern ich als Trainerin. Zhangfei gewinnt 2040 Pokémon-Dollar und geht sich aus dem Kampf gehen. Die Ultraforscherin hervor. Vielen Dank. Ich konnte zwar ein tieferes Verständnis für Veniko erlangen, doch in Sachen Pokémon-Kampf habe ich noch viel zu lernen. Den Kampf sind nicht
Das bringt mir ein Gefühl von der Nostalgie ausgelöst. Könnte es sich dabei wohl möglich um das Licht seiner Lumineszenz handeln, das unsere Vorfahren sahen? Was weiß, wer weiß, das herauszufinden ist unsere Aufgabe als Ultraforschungsteam. Das Ultraforschungsteam, ja, ein Bekloppter. Aber was soll's? Wir werden ihm noch oft genug und werden schon früh genug herausfinden, was es mit ihnen auf sich hat. Belleber. So. Was hier? Hier geht's die Strecke weiter. Oha! Ein Pampudi. Pampros wahrscheinlich eher. Hey, du da! Ja, dich meine ich. Würdest du mir kurz helfen? Ach so, das ist sie. Die will ich natürlich nicht sprechen. So sprechen, dass ich dachte, das ist Team Sky. Hier drüben. Jo, jo, drehen wir uns nicht den Rücken zu. Ey, Mann, ist das nicht die von Mele Mele? Diese Typen sind gemeine Pokémon-Diebe. Kennst du die etwa? Ja, ich habe die schon mal gesehen. Sind mir schon mal über den Weg gelaufen. Musste ich schon mal gegen die kämpfen. War nicht ganz uninteressant, aber ja, ein bisschen langweilig. Mein Name ist Hapu. Merkt euch das gefälligst. Ist es in größeren Städten wie dieser etwa normal, dass auf offener Straße Pokémon-Diebe ihren schmutzigen Handwerk nachgehen? Nicht mit mir. Los, du übernimmst den da. Was heißt ja Diebe? Wir machen nur unseren Job. Wir würden nur einen Keller versetzt, weil die uns hier auf Mele Mele abserviert hat. Aber diesmal sollten wir die Sache auf den Schädel. Jo, stellen wir die Sache auf den Schädel. Team Skull, juhu. Sehr gut. Mit denen kämpfe ich doch immer wieder gerne. Team Skull Rüppel fordert dich raus mit einem Pokémon. Ich hab euch gern. Ein Traumato. Lea. Böses Traumato. Oha, stimmt ja, das halbe Team ist besiegt. Von dem Forschungsteam. Bis erst das Forschungsteam, dann Team Sky. Und wenn das nichts zu bedeuten hat. Ja, wenn das nicht was zu bedeuten hat. Ich weiß nicht, wie diese Rede dann ging. Ich bin halt schlecht abgelenkt. Tut mir leid. Ich bin fix und fertig, Bro. Zwergfee gewinnt 544 Pokédollar und ich kriege aus dem Kampf gegen den Team Skyrüppel hervor. Nicht, was ich da aufsage. Wenn man immer nur den Loser ist, lässt man auch schon mal den Schädel hängen. Jirlief! Pardon! Was höre ich da? Du willst bei den Platz machen? Du willst die beiden Platz machen, Pampros? Wozu? Diese aufgeblasenen Typen bestehen sowieso nur aus heißer Luft. Oh ja, lass uns lieber die Kurse kratzen. Yo, kein Bock mehr hier auf meinen Schädel zu riskieren. Yo, yo, ich sag's dir nochmal. Mein Bro redet ständig von Schädeln, damit du ihn hier in den Dickschädel einhämmerst. Merkt ihr gefälligst endlich, wer er ist? Komm, lass das Pampros los. Lass es auf, hinterher. Nicht? Pampros, du stehst noch da. Ab von der Möhre. Mach deren Schädel platt. Genau so. Findest du allein nach Hause? Trulief! Scheint so zu sein. Schau an. Schon macht es sich wieder auf den Weg. Ich bin froh, dass es Driftmann gut geht. Auf dem Weg wird er sich noch ein Kind schaffen. Dann wird er sich noch ein Kind schnappen und es mit in seine Höhle nehmen. Dort wird man es nie wiederfinden, das Kind. Schade nur, dass das Stifflon ein Entführer-Pokémon ist. Ein Kindesentführer-Pokémon. Weißt du, das steht im Pokédex, deshalb, ja, muss es ja wahr sein. Du hast dem Kleinen sehr geholfen. Wie heißt du eigentlich? Zwergenvieh, ein guter Name. Deine Art zu kämpfen gefällt mir auch. Da steckt viel Herz drin. Pampros und ich sind viel auf den Inseln unterwegs, um unser Ziel zu erreichen. Wir sehen uns bestimmt irgendwo wieder. Schließlich schulde ich dir noch etwas für deine Hilfe.
Du bist bestimmt die Freundin von Link, oder? Ja, du sprichst genauso viel wie er. Den linken Klier, den kenne ich. Ach ja, Zwergfee, du solltest dich übrigens mal am Battle Royale versuchen. Du hast auf jeden Fall das nötige Zeug dazu. Pampros sieht das genauso. Mal machen. Aber bestimmt nicht mehr in diesem Part. Bestimmt nicht mehr in diesem Part. Nein, nein, nicht mehr in diesem Part. So, da geht's nach Avenue Royale. Okay, okay. Dann geht's mal nach Avenue Royale. 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 Oder Royal, was auch immer. Ah, kennen wir. Silvesterabends 2016. Da habe ich das aufgenommen. Jetzt wieder. Bietet sich doch an, dass wir jetzt mal Schluss machen, dass wir jetzt Feierabend machen, dass wir den Part an dieser Stelle beenden. Ich würde hier mal mein Pokémon-Team heilen gehen in diesem Pokémon-Center. Das angekommen. Ja, einmal hier bitte heilen und dann kann ich mich schon mal verabschieden, dass mein Pokémon-Team ja, kennt da bereits. Und ja. Was soll ich sagen? Gehabt euch wohl. Däumchen nach oben. Das Übliche. Lasst ein Abo da. Und ja. Angenehm frostigen Tag. Haut drinne. Ciao, ciao. Adios. Ich setze mich auf eine Bank und ich kann mich nicht auf diese Bank setzen. Aber egal. Ja, in diesem wunderschönen Park sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Adios.